Herzlich willkommen und grüß Gott bei Karmananda ganzheitlich gesund. Heute geht es um ein wichtiges Thema. Ich finde das sehr, sehr interessant und spannend. Und zwar um Medikamente. Vielleicht nicht gerade Medikamentenmissbrauch, so weit möchte ich gar nicht gehen. Aber Medikamente, die verschrieben werden vom Arzt, aber auch Medikamente, die frei verkäuflich sind in der Apotheke. Also Medikamente, ich fange mal mit den Medikamenten an, die frei verschrieben werden vom Arzt und dann mit den frei verkäuflichen. Zum Schluss zeige ich noch Laborwerte ins Bild von einem gesunden Patienten, der keine Medikamente nimmt, der schon über 60 Jahre alt ist. Auch mal spannend, das zu sehen, den ich schon seit Jahren kenne. Und noch ein paar persönliche Worte, sage ich ganz zum Schluss. Gut, mein Name ist Karl Hartner. Ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006 und behandle in erster Linie ganzheitlich und ursächlich. Also sprich, ich versuche die Ursachen herauszufinden von den Erkrankungen und versuche dann, meine Patienten in eine echte Heilung zu führen, eben wenn möglich ohne Medikamente. Warum ohne Medikamente? Das erzähle ich gleich. Ich übernehme keine Haftung, keine Verantwortung in diesen Videos und jeder muss immer zum Arzt gehen, wenn er Beschwerden hat. Das ist ganz wichtig. Warum ohne Medikamente? Weil Medikamente blockieren. Na? Sie blockieren eigentlich Enzyme. Ja? Enzyme werden gebildet aus der DNA, die DNA macht Proteine, Enzyme und da wird einfach was blockiert. Und da gibt es ganz viele Medikamente, lese ich nachher noch vor, die habe ich mal vorhin aus dem Kopf heraus aufgeschrieben. Sind noch lange nicht alle, sind nur die Überbegriffe der Medikamentenklassen hier, ja? Der Klassifikation. Und es ist so, also die verschreibungspflichtigen Medikamente, da geht jetzt, ich mache mal ein Beispiel, ein Mensch zum Arzt und sagt, ich habe Kopfschmerzen. Dann bekommt er normalerweise, dann, wenn natürlich der Arzt abgeklärt hat, selbstverständlich, dass da nichts Schlimmeres dahinter steckt, ein Kopfschmerzmittel, ein Schmerzmittel, meistens ein nicht steroidales Antirheumatikum, ja, wie Ibuprofen oder ähnliches. Und dann wird es einfach mal gegeben. Oder ein stärkeres Medikament, ein Migränemittel, wenn er auf Migräne tippt, der Arzt. So. Oder jemand kommt und sagt, oh, ich muss so oft Wasser lassen. Ich habe so eine Heißhunger, dann wieder auf Zucker oder weiß Gott und irgendwie. Ja gut, dann wird ein Diabetes diagnostiziert. Ja, im Labor ist auch okay. Und dann werden Diabetiker-Medikamente gegeben. Ja, also Medikamente, die den Blutzucker senken. Oder und Insulin gespritzt wird, da habe ich auch schon viel auf diesem Kanal hier darüber erzählt. Ja, das ist ja in Ordnung, dass der Patient eben, dass der Blutzucker gesenkt wird im Blut. Das machen ja die Medikamente. Aber die Ursache ist weder bei den Kopfschmerzen noch beim Diabetes, bei diesen beiden Beispielen jetzt behandelt worden. Und wenn man das Medikament wieder absetzt, dann kommt das ja alles wieder und vielleicht noch ein bisschen stärker. Sogar, ich vergleiche das manchmal mit dem Gartenschlauch, wo man dann einfach den so zudrückt, umknickt, dann kommt vorne nichts mehr raus. Und wenn man das dann loslässt, ne, die Medikamente nicht mehr nimmt, dann kommt gleich ein ganzer Schwall raus. Es ist also auch schwierig, diese Medikamente dann wieder abzusetzen. Dazu rate ich hier auch keinem. Ja, das ist kein Video, in dem ich jetzt hier rate, bitte setzt eure Medikamente ab hier. Nein, auf keinen Fall. Da müsst ihr zum Arzt gehen und es richtig machen. Das mache ich ja mit meinen Patienten. Ich setze ja mit meinen Patienten verschreibungspflichtige Medikamente, wenn es geht, ab mit den jeweiligen Fachärzten zusammen. Die sind auch meistens ganz kooperativ und sagen, super, probieren wir es doch aus. Weiteres Beispiel, Cholesterinsenker, nehme ich mal das hier. Ja, können noch Antidepressiva nehmen oder weiß Gott, das nehmen wir mal Cholesterinsenker. Die werden ja auch dann über einen längeren Zeitraum aufgeschrieben, also chronisch. Ja, und die machen ja auch einen Q10, ein Q10-Defizit zum Beispiel.
Das sollte zum Beispiel immer Q10 mitgegeben werden. Aber die Ursache wird ja nicht geklärt, warum die Cholesterine zu hoch sind bei den Patienten. Da werden einfach Cholesterinsenker verschrieben. Der Arzt sieht es im Labor und verschreibt dann Cholesterinsenker. Dann gehen die runter, dann stimmen die Laborwerte wieder und dann ist alles gut. Und ich nenne es auch das Cholesterinpflaster. Wenn man das vergleicht, den Cholesterin, einen erhöhten Cholesterinwert, vergleichen wir mit einem erniedrigten Ölstand im Auto, dann leuchtet das Öllämpchen auf und das Medikament Cholesterinsenker wäre dann das Pflaster über das Lämpchen im Auto. Ich kann man es nicht ganz so sagen, aber so ungefähr. Also die Ursache ist nicht geklärt. Die Ursache war der Ölmangel. Warum hat der Patient so hohe Cholesterinwerte? Das ist gar nicht so einfach heraus zu diagnostizieren. Das warum, die Ursache, ich kann das meistens, weil ich die Biochemie dahinter verstehe. Und dann kann ich die mit meinen Patienten reduzieren oder meistens sogar sehr schnell absetzen. Natürlich immer mit dem Kardiologen zusammen, natürlich immer unter Laborkontrolle, so wie man es macht. Dann gibt es noch die verschreibungsfreien Medikamente. Das wären zum Beispiel Magensäureblocker oder eben die ganzen nicht steroidalen Antirheumatika, wie zum Beispiel Ibuprofen, habe ich schon mal erwähnt, oder Paracetamol oder die ganzen Geschichten. Und noch viele weitere sind viele auch frei geworden, frei verkäuflich geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Das habe ich in meiner beruflichen Laufbahn beobachtet, wo sogar schon zum Teil in meinem Studium schon in der Pharmakologie die Dozenten davor im Prinzip gewarnt haben, nämlich gesagt, oh, das sind Mittel, da muss ein Arzt verschreiben. Und die sind dann tatsächlich, diese Mittel sind dann frei verkäuflich geworden, wie zum Beispiel so Antiherpesmittel, weiß ich noch im Studium, hat er genannt, der hat auch die Protonenpumpenhemmer genannt, die sind alle heute frei verkäuflich. Das könnte man kritisieren, man könnte es auch hinterfragen, warum? Die Antwort gebe ich hier auf YouTube nicht, da kann sich jeder selber Gedanken machen. So, jetzt kommt ein weiteres Problem dazu. Die dritthäufigste Todesursache, manche sagen auch die vierthäufigste, die dritthäufigste Todesursache sind offensichtlich Medikamentennebenwirkungen. Da gibt es Studien drüber. Die erste sind Herzinfarkt, Schlaganfall, die ganzen Herz-Kreislauf-Geschichten. Zweite ist Krebs, ich glaube so geht's. Dritte dann Medikamentennebenwirkungen. Also das Problem ist dann meistens nicht das einzelne Medikament, das eingenommen wird, sondern es ist die Summe der gesamten Medikamente. Die Medikamente sind einzeln ja geprüft über die Nebenwirkungen. Kann man nachlesen und da kann man auch mit umgehen, das weiß dann auch jeder Arzt. Aber wenn man es 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 16 oder sogar 20 Medikamente bekommt, das kriegen tatsächlich manche, 20 verschiedene, das kann nicht mal mehr ein Hochleistungscomputer ausrechnen, die Nebenwirkungen untereinander, die Interaktionen zwischen den einzelnen Medikamenten. Und da gibt es auch keine Studien drüber. Und es gibt auch keine Studien drüber über Patienten über dem 60., 70., 70. Lebensjahr, die eben diese vielen Medikamente dann einnehmen. Diese Medikamente wurden einzeln getestet an gesunden Menschen, vielleicht zwischen dem 20. oder 25. und 35. Lebensjahr. Da kriegen die manchmal Geld dafür. Ich weiß, im Studium gab es das, aber 500 Mark damals bekommen. Und dann hat man mal ein Medikament eingenommen und dann hat man das beobachtet. Das war ein Teil der Studie. Ich habe das nie gemacht, aber ich habe es von vielen meiner Kommilitonen mitbekommen, dass die da sich auch ein bisschen Geld mitverdient haben. Das ist, so macht man das eben. Aber es wurde ja nicht an älteren Menschen getestet und auch nicht an Menschen, die jetzt ein Antidementiva einnehmen, ein Antidiabetika, ein Antiepileptika und dann nehmen sie noch ein Diuretika ein, ein Gichtmittel, ein Cholesterinsenker, ein Blutdrucksenker etc. War keine Ahnung, weiß man nicht. Und da muss ich sagen, klar, wenn der jeweilige Arzt sagt, da habe ich die Erfahrung mit, dass die auch funktionieren, dann ist es eine Erfahrungsmedizin. So wie
Wenn ich sage, ja gut, ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Coenzym Q10 bei Herzpatienten gut wirkt, aber da gibt es ja auch Studien drüber. Also mit Erfahrungsmedizin könnte man eher sagen, so die, mit der Homöopathie oder mit, ja, mit irgendwas, wo es keine Studien gibt. Das meiste, was ich mache, da gibt es ja Studien. Also mir fällt es da gerade gar nichts ein, ganz ehrlich. Ja, also da gibt es eben keine Studien, wenn man mehrere Medikamente zusammen einnimmt. Und dann geht der Patient, der dann den Diabetes hat, oder die Kopfschmerzen und den Diabetes, dann nimmt er das ein und funktioniert es, dann ernährt er sich normal weiter. Die Ursachen wurden nicht erkannt. Aus dem Diabetes entwickelt sich dann noch zusätzlich ein Bluthochdruck. Dann geht er zum Kardiologen, kriegt ein Blutdruckmedikament, Cholesterine, oh ja, muss man auch. Ne? Dann vielleicht war mal ein kleiner Schlaganfall da, dann kriegt er noch einen Blutverdünner. Dann kriegt er noch einen Lipidsenker obendrauf und dann gehen da irgendwie die Mitochondrien noch mehr in den Bach runter. Dann kriegt er noch ein Antidepressivum, weil es ihm ja jetzt nicht mehr so gut geht. Und dann kann er auch nicht mehr schlafen. Dann kriegt er auch noch ein Schlafmittel. Und dann werden die Kopfschmerzen immer stärker. Kriegt er noch mal ein Kopfschmerzmittel, ein stärkeres dazu. Und dann funktionieren die anderen Medikamente auch nicht mehr so richtig. Und dann kriegt er noch mal einen Blutdrucksenker dazu. Ne? Weil der Darm geht ja da auch kaputt. Die Aufnahme im Darm funktioniert nicht mehr so richtig. Manche Patienten gewöhnen sich auch dran, da ist der Gewöhnungseffekt da. Das ist wie beim Alkoholiker, der dann immer mehr Alkohol trinken muss, dass er noch was spürt. Und ja, das ist dann der Teufelskreis. Wenn man zu den einzelnen Fachärzten geht, Gynäkologe, Kardiologe, Neurologe, Rheumatologe, Hämatologe, Pulmologe, weiß Gott, ne? Keine Kritik, überhaupt nicht. Aber häufig, nicht immer, sehen die es halt nicht ganzheitlich, sondern sehen halt ihr Gebiet und geben und behandeln daraufhin meistens natürlich dann medikamentös. Ne? Die Chirurgie, die tun wir jetzt immer weg. Ja, und dann gibt es ganz viele Medikamente, die so häufig eingenommen werden. Viele sind freiverkäuflich, die meisten sind verschreibungspflichtig. Ich habe hier mal ein paar aufgeschrieben, die lese ich jetzt auch mal kurz vor. Das ist mir wichtig. Da gibt es den Alkohol, den habe ich einfach mal dazu geschrieben, weil der macht auch viele Nebenwirkungen. Ja, das ist ein Nervengift. Der hat zwar nicht aufgeschrieben als Medikament, aber den habe ich, das quasi frei verkäuflich. Ja. Wenn man es so möchte, Alkohol dimmt runter. Alkohol ist angstlösend. Kennen wir wahrscheinlich alle und jeder, der mal Alkohol getrunken hat, dann wird man lockerer. Ja. Alkohol kann Ängste mal kurz wegmachen. Nach dem dritten, vierten Drink geht es einem besser. Aber nochmal ein und nochmal ein und dann irgendwann fliegt man vom Hocker runter. Gehört eigentlich dann auch dazu zu den Freiverkäuflichen. Analgetika, ich übersetze es jetzt nicht. Ich lese es nochmal vor. Antazida oder andere Säureblocker von Magen. Adiposita, ne? Dickes Antiamänika, wenn man zu wenig Blut hat, Antihistaminika, Antibiotika, Antidementiva, wenn das Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, haben ganz viele und immer mehr, die Tendenz ist steigend, Antidiabetika, Antiepileptika, Antihypertonika, Antikoagulantien, Antirheumatika, Antiphlogistika, Corticosteroide, Diuretika, Gichtmedikamente, Cholesterin und Lipidsenker, Parkinson-Medikamente, Antidepressiva, Neuroleptika, Immunsuppressiva, Cardiaca, so, fürs Herz. Man sieht immer das Anti davor, ne? Das tut immer was blockieren. Das Problem ist, wenn Enzyme blockiert werden oder Systeme blockiert werden im Körper durch Medikamente, dann gibt es auch energetische Blockaden. Da wird mir jeder Mediziner zustimmen, der sich ein bisschen in der energetischen Medizin auskennt, zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin mit ihren Meridianen. Und das ist natürlich auch nicht gut, insbesondere wenn das über einen langen Zeitraum eingenommen wird. Also ich sage es nochmals, ich möchte jetzt nicht hier sagen, es setzt eure Medikamente ab, aber ich möchte mal darlegen hier und zeigen, dass viele Medikamente eben doch Blockaden machen und Nebenwirkungen haben und auch zum Teil Mikronährstoffe rauben. Das ist alles beschrieben in Studien.
Und da sollte dann doch bedacht darauf geachtet werden, insbesondere wenn Patienten sehr viele Medikamente einnehmen. Ich sage mal ein Zitat von einem guten Freund von mir, der ist Neurochirurg und Psychiater an der Universität in Zürich. Ein ganz alter Freund von mir, der hat mir mal gesagt, am besten du nimmst den älteren Herrschaften einfach mal ihre ganzen Medikamente weg, dann geht es denen mal besser. Ja, es war jetzt aber kein Aufruf hier, möchte ich nochmal sagen. Aber es war ein Zitat von meinem guten Freund, ein sehr guter Arzt. So, gut. Jetzt habe ich hier mal ein paar Dinge gesagt. Das zeige ich mal noch, das, wie versprochen, das Labor ins Bild. Das finde ich ganz spannend. Muss ich nur gucken, dass man es auch gut sieht. Wie gesagt, ich drehe die Videos ja ganz allein. Sieht man hier irgendwo drüber fallen, hier sind so viele Kabel und Scheinwerfer. Sieht man hier gar nicht im Bild, was ich hier alles aufgestellt habe. So, jetzt zeige ich mal hier Werte ins Bild von einem Patienten, der über 60 Jahre alt, treibt Sport, macht das so, wie ich es ihm sage. Und also ich muss die Kamera doch ein bisschen so verstellen, dann erfasst die das nämlich besser. So. Und hier sehen wir, ich gehe es mal einfach mal durch, von oben nach unten. Hier oben sehen wir das Immunsystem, TH1, TH2 Zytokine, auch das TH2 regulative Immunsystem. Und da muss ich sagen, die sehen nicht so gut aus bei den Patienten. Das hat auch seine Gründe. Aber der bioenergetische Gesundheitsindex hier, hier sind wir die Mitochondrien, von 1,5 auf 1,85 hoch. Das ist ja hervorragend. Die Mitochondrien haben einen Sprung nach oben gemacht ohne Ende. Ganz, ganz toll. Also es hat wunderbar funktioniert. Dann sehen wir hier mal die Fettsäuren von diesen Patienten. Innere Erythrozytenmembran getestet. Ich habe das mal angestrichen. Also hier, die, hier oben, wir sehen hier alle Fettsäuren von der Palmsäure bis hin zu den Omega-3 und Omega-6. Und da muss ich sagen, sind wirklich gute Werte. Wirklich gute Werte. Die liegen völlig in der Norm einfach. Die sind nicht übertrieben, aber sind einmal völlig in der Norm. So sollte es sein. Hat er auch einen guten Quotienten hier mit 15,9. Ich sage immer, über 15 sollte er liegen. Im Labor sollte er über 12 liegen in den, im Normbereich. Also wunderbar. Wir sehen hier das Glutathion intrazellulär getestet. Hier. Und da hat er auch ein bisschen Mangel gehabt. Das sieht man hier. Da, wo mein kleiner Finger gerade hin zeigt, da unten. Und das hat sich, haben sich alle drei Werte deutlich verbessert, in den Lymphozyten, Monozyten und in den natürlichen Killerzellen. Das ist natürlich hervorragend. Wenn du wüsstest, was Lymphozyten, Monozyten und natürliche Killerzellen sind, dann wüsstest du, von was ich spreche. Auch hier keine Oxidation zu sehen, ne? Oxidiertes LDL, Superoxid-Dismutase ist abgesunken. Das hat auch seinen Grund, das hat auch was mit dem Immunsystem zu tun. Ja, da muss man jetzt was machen, deswegen machen wir die Laborwerte. Und hier sehen wir eine hervorragende Vollblut-Mineralien-Analyse. So sollte es aussehen, hat sich auch deutlich verbessert zum letzten Mal. Ich zeige es einfach mal so ins Bild. Man sieht unten einen hervorragenden Selenwert. Auch das Kalzium ist so weit unten, wie es sein sollte. Das hat seinen Grund, auch das Magnesium hat sich auch alles verbessert. So, dann zeige ich hier weiter die Vollblutmineralienanalyse, die geht nämlich noch weiter. Wir sehen hier Bor, Chrom, Kobalt, Jod, Molybdän und Phosphor. Das liegt auch alles im Normbereich, nur das Mangan ist zu niedrig. Das war zu niedrig hier im Vorwert und es ist immer noch zu niedrig. Ja, da hat er offensichtlich zu wenig Mangan, da machen wir jetzt was. Das sind die kleinen Stellschrauben, das ist extrem wichtig, das Mangan. Und da machen wir jetzt was. Dann hat er hier doch eine Quecksilberbelastung im Vollblut, das sieht man hier. Hier ist er, auch im Vorwert sieht man es. Ne, da ist es fast schon übergelaufen, das Quecksilber quillt quasi schon aus dem Gewebe raus ins Blut. Wir haben es ja im Blut getestet. Ja. Hier sieht man nochmals super Mitochondrien hier. Nur 91% intakte, 9% geschädigte Mitochondrien. Hervorragend. Dann kommt da unten ein guter Biotinwert und dann geht es weiter mit diesen Werten, die wir auch häufig testen. Wir sehen hier ein Vitamin A-Wert, das ist so lala, kann man so lassen. Vitamin A ist schwierig im Labor zu testen, das muss man richtig deuten. Einen zu niedrigen Vitamin B12-Wert, weil er auch ein zu hohes Homozystein hat. Das ist der Grund hier. Obwohl ich es ihm aufgeschrieben habe, hat er offensichtlich nicht eingenommen.
einen sehr guten B6-Wert sieht man hier, der ist sehr hoch. Der war bei 17, jetzt ist er bei 135. Ja, das geht dann relativ zügig mit dem Pyridoxal 5-Phosphat, wenn man es richtig einnimmt. Einen ganz guten Vitamin C-Wert. Das letzte Mal war der deutlich besser. Aber Vitamin C hat auch eine relativ schnelle Halbwertszeit. Dann haben wir einen hohen B5-Wert, auch hervorragend als antiretrovirale Behandlung. Einen sehr guten, sehr, sehr guten Q10-Wert hier von 5,3. Einen sehr guten Vitamin D-Wert, 25 OH von 121 Nanomol pro Milliliter. Unser Labor geht nur hier bis 200. Ja, er ist bei 221 Nanomol pro Milliliter, ist also gut. Das letzte Mal war er bei 181 hier. Dann haben wir einen Cholesterinwert, Gesamtcholesterin von 146. Ich habe auch noch weitere Laborwerte von ihm. Ja, das ist nicht alles, was wir hier gemacht haben. Wir haben selbstverständlich noch ein klassisch schulmedizinisches großes Labor gemacht. Ja, mit Leberwerten, Cholesterinen, Harnsäure etc. pp. Wir haben hier, aber das ist völlig in Ordnung, das andere Labor. Wir haben hier ein K1, ein K2, MK4, K2, MK7 Wert. Die passen auch alle. Er hat also hier gut substituiert bei 2800. MK7 sollte zwischen 1000 und 6000 liegen. Hier sieht man es, also passt auch das K2. Wir haben hier einen Aminosäurestatus gemacht hier unten. Da sind ein paar Mängel da, also für den Sport dann doch wichtig, dass man hier etwas macht. Hier sieht man den restlichen Aminosäurestatus noch hier. Also die üblichen Verdächtigen, Phenylalanin, Tyrosin niedrig. Dann Asparaginsäure und Asparagin. Dann Arginin ist ganz gut, Lysin könnte ein bisschen besser sein. So, ja. Tryptophan auch, das ist ganz typisch. Ja. Da kann man ja dann was machen. Dann haben wir noch die Geschlechtshormone, die wir auch immer testen. Östradiol, Östron, Pregnenolon, Progesteron und das freie Testosteron hat gute Werte, allerdings das Pregnenolon ist ein bisschen niedrig. Das ist ganz häufig so, das hat wahrscheinlich auch was mit der Zirbeldrüse zu tun. Hier haben wir den Vorwert, also bei 23 ist es bei 18,7, das soll ja schon eher in Richtung 60 gehen oder auch ein bisschen höher. Aber sonst sind die Werte gut. Wir haben auch ein guter Testosteronwert, für das Alter wunderbar, gell? Ohne Substitution. Gell? Das. Wir sehen hier FT3, FT4, TSH, also Schilddrüse hervorragend. Hier einen etwas niedrigen DHEA-Wert, der könnte auch ein bisschen besser sein. Kann man auch mit bioidentischen Hormonen dann was machen. Ich wollte hier noch was zeigen im Bezug zu, Moment, es müsste hier sein zu den Hormonen. Wo war denn der Wert hier? Eines, da oben ist er, ja, den habe ich jetzt, den möchte ich auch mal noch ins Bild zeigen. Das ist der Bohrwert, das ganz oben, der liegt jetzt bei 36. Und der lag vorher bei 62, da war er gut vorher. Und jetzt bei 36 ist er ein bisschen niedrig. Und da empfehle ich dem Patienten immer ein bisschen Bohr einzunehmen. Jod haben wir gar nicht getestet, das ist aber selbstverständlich in meiner Therapie mit enthalten. So, ganz zum Schluss noch hier. Sehen wir den erhöhten Homocysteinwert. Da. Bei 12,1. Und er sollte unter 8 liegen. Aber er hat auch eine genetische Störung, die den Homocysteinwert etwas hochtreibt. Der ist dann schwieriger zu senken. Da muss einfach mehr B12 eingenommen werden hier in diesem Fall. Und dann funktioniert das wieder. So, das ist so ein bisschen ein Ausschnitt aus einer ganz einfachen Medizin, die ich mache. Das war es nur die Nährstofftherapie, die ich hier genannt habe. Bei dem Patienten ist tatsächlich auch nichts anderes notwendig. Ich habe mir jetzt noch Strophantin, Strophantus gratus Urtinktur, aufgeschrieben. Das tut ihm gut von Sport, ein bisschen Kalium. Und habe ihm auch angeboten, bioidentische Hormone, ein bisschen Pregnenolon, DHEA, war ja beides ein bisschen niedrig. Und ein bisschen Melatonin für die Zirbeldrüse. Aber dann ist es ja perfekt. Und er hat mir selber gesagt, wenn er jetzt nicht zu mir gekommen wäre, er hat schon für seine Schulterschmerzen Cortisone bekommen, für die Kopfschmerzen auch Schmerzmittel, für seine Cholesterin, er hat einen Cholesterinsenker bekommen, er hat natürlich auch die Ernährung geändert. Wir haben das alles abgesetzt. Nur mal ein kleines Beispiel noch. So, dann
Bin ich jetzt fertig für hier? Kann man sich jeder mal Gedanken machen, kann zum Arzt gehen, mal hier sprechen oder mal zu einem ganzheitlichen Mediziner gehen, integrativen Mediziner und das mit dem mal durchsprechen, so wie ich das mit meinen Patienten mache und dann natürlich mit den Fachärzten zusammen und den behandelnden Ärzten, die das verschrieben haben, vielleicht den Weg aus dem einen oder anderen Medikament herausfinden, ne, dass es das Medikament absetzen kann. So, gut. Jetzt bin ich fertig. Vielen Dank. Das habe ich versprochen, ich sage noch mal persönliche Worte. Also erstens möchte ich noch zur Nahrungsergänzung was sagen. Es ist auch wichtig hier bei solchen Medikationen, dass auch Nahrungsergänzungen gegeben werden, also wichtiger denn je, weil hier mangelt es ja schon an einigem. Ganz klar, ganz klar sehe ich in den ganzen Laborwerten immer, Tausenden, Zehntausenden von Laborwerten habe ich es schon gesehen. Und wenn Nahrungsergänzungen eingenommen werden sollten, das möchte ich mal ganz deutlich sagen, dass hier keine Missverständnisse entstehen. Hier, wir haben die Nahrung und da sollte alles drin sein. Und die Nahrung sollte gut ausgewählt sein und natürlich und möglichst biologisch angebaut und möglichst viel Frisches, möglichst viel Obst und Gemüse und Salate, wenn möglich, mindestens 50% und nicht zu viel tierische Eiweiße, die übersäuern und nicht zu viel tierische Fette, die proentzündlich wirken. Das ist ja klar, das ist die normale Ernährung, okay? Das ist Ernährungsmedizin. Problem ist, dass die Nahrungsmittel an Nährstoffdichte verloren hat, die ist runtergegangen. Die Nährstoffe haben nicht mehr so viel Nährstoffdichte. Das weiß ich schon. Ich habe schon im Studium Untersuchungen gesehen, dass Vitamin C rapide runtergegangen ist. Und das ist schon 25 Jahre her. Ja, was glaubst du denn, wie es jetzt aussieht? Ja? Dieser Spruch, den habe ich oft gehört in Fortbildungen, Vorträgen. Welcher Apfel hat mehr Vitamin C? Der Apfel aus dem Bio-Supermarkt oder der Apfel aus dem normalen Supermarkt? Die Antwort war dann, keiner von den beiden Äpfeln hat noch Vitamin C. Höchstens, wenn er eben frisch vom Baum gepflückt ist, aber die im Supermarkt, die haben normalerweise so gut wie kein Vitamin C mehr. Ja, dann kann man viele Äpfel essen, wenn der Tag lang ist, wo nichts drin ist. Da kann man auch nichts aufnehmen davon. Und dann muss man halt gucken, dass man natürliches Vitamin C findet. Ich nehme zum Beispiel selbst ein Acerola-Pulver mit einem sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Das wurde auch in diesem Präparat gemessen. Dann weiß ich nämlich, was ich da einnehme. Nicht irgendein Billigblödsinn. Und das möchte ich nochmal drauf eingehen. Auf genau das. Wir sollten die Nahrung, genau das, was da fehlt, in Form von natürlichen Mikro- oder Nährstoffpräparaten, also Makronährstoffe, auch Aminosäuren, Fette, auch zum Teil Zuckerarten wie Ribose oder Galaktose, sollten wir in einer guten Qualität zu uns nehmen und dann das auffüllen, was fehlt. Wir leben halt nicht mehr von vor 500 oder 1000 Jahren, wo das alles noch funktioniert hat. Die Felder sind völlig übersäuert, völlig toxisch belastet durch die ganzen Spritzmittel, das nennt man grüne Revolution, ja, vor ein paar Jahrzehnten, sonst könnte man gar nicht so viele Menschen auf der Welt ernähren. Und dann sollte eben mit natürlichen Nährstoffpräparaten das wieder aufgefüllt werden. So mache ich das mit meinen Patienten. Mit natürlich meine ich nicht mit irgendwelchen verdammten Billigpräparaten, wo Schmiermittel drin sind, Konservierungsmittel, Geschmacksmittel, Füllmittel, weiß Gott was. Und dann noch aus irgendwelchen Billigproduktionen irgendwo, keine Ahnung woher, immer, dass sie möglichst viel Geld verdienen und dann sagen sie, oh, sieht doch so schön aus, das Fläschchen, das muss ja wirken. Und dann sehe ich im Labor, das wirkt eben nicht bei meinen Patienten. Und ich habe auch schon die Studien darüber gesehen, dass manche Nahrungsergänzungen tatsächlich nur zu 10% wirken, weil einfach das gar nicht drin ist, was draufsteht. Da gibt's auch, das ist ein Lebensmittel, Nahrungsmittel. Das ist kein Medikament, wo das genau verzeichnet, alles draufstehen muss. Das kapieren viele nicht. Also es muss absolut beste Qualität sein, es muss bio sein, es sollte nicht synthetisch, sondern natürlich sein, die Nährstoffergänzungen.
Und dann funktioniert es auch. Und dann braucht man auch nicht so viel davon. Ne? Außer natürlich ja Patienten, die, da muss man in den therapeutischen Bereich gehen, mit, ja, wie bei dem Patienten mit B12 zum Beispiel. Da muss man höher gehen, weil der B12-Wert war ja ganz gut. Aber da muss man höher gehen. Also, das ist eben wichtig. Ne? Oder mit dem Q10, wenn jemand eine neurologische Erkrankung hat, dann gibt es da Studien, dass man über einen Wert von über 4,0 gehen muss. Der Patient hat es 5 noch mal was gehabt, der war ja schon in dem Bereich. Aber die meisten sind da unten bei 0,3 beim Q10. Ich sehe es andauernd. Also, aber immer auf die Qualität achten. Da tut sich keiner einen Gefallen, wenn er Billigpräparate kauft. Wirklich nicht. Dann nimmt man lieber nur ein Drittel davon, also wirklich von den guten Präparaten, so viel, dass von den etwas teureren, dass die günstiger werden im Vergleich, in der Relation dann zu dem, was man von den Billigpräparaten einnehmen würde. Da haben wir einen ganz sicheren höheren Effekt. So, das ist meine persönliche Meinung, das wollte ich auch noch sagen. Und dann habe ich noch mitgekriegt, dass meine Frau mit einem Nicht-Patienten telefoniert hat vorhin, wo es um einen Freund ging, der wohl schwerst krank ist, den hat es völlig reingehauen, ein völliges Erschöpfungssyndrom mit Schmerzen und weiß Gott was. Also man sagt auch ME, früher hat man Fibromyalgie mit Erschöpfung gesagt oder chronifizierte Erschöpfungsdepression. Heute gibt es den Namen ME, also myalgische Enzephalomyelitis oder auch CFS, Chronic Fatigue Syndrome und weiß Gott, so nennt man das ja, alles Mögliche auch. Long-Covid ist ja das neue CFS und weiß Gott. Ne? Und er hat sich dann bedankt bei uns, dass wir uns so viel Mühe geben. Er hat gesagt, als er das erste Mal ein Video von mir gesehen hat, hat er gedacht, was ist denn das für ein Typ? Der stellt ja selber die Kamera ein und läuft dann da vor. Ja gut, ich kann es jetzt nicht von hier machen. Und ich kann auch nicht immer meine Frau holen und sagen, hier drück mal drauf, wenn man schon fast 600 Videos gemacht hat. Wahrscheinlich sind es weit über 600. Auch dieses Video habe ich heute Morgen schon mal gedreht. Heute Morgen um 6:30. Und habe ich es angehört und habe das blöde Mikro hat da angeschlagen, irgendwie an Knöpfe. Ich habe das nicht, kann es nicht online stellen. Kann man sie nicht anhören. Sag mal, muss ich es nochmal machen. Und dann höre ich mir die auch alle noch an. Dann beantworte ich Kommentare, dann stelle ich sie rein, dann mache ich die Bilder dazu. Weiß Gott, ich habe allein in den letzten 2 Jahren. Genau 2 Jahre jetzt. 2 ganze Arbeitsjahre. Ne? 8 Stunden am Tag, 5 Stunden die Woche, mit Urlaub und so alles einberechnet, nur in diesen YouTube-Kanal gesteckt. Neben meiner anderen Arbeit hier. Ich habe eine volle Praxis. Ja gut, wer das mal hören möchte, habe ich mal ausgerechnet. Vielleicht war es auch sogar noch ein bisschen mehr. Gut. Und ich hoffe, dass hier auch was ankommt, weil das hat der Mensch, der mit meiner Frau telefoniert hat, auch gesagt, dass auch aus dem YouTube-Kanal, wer genau hinhört, sich sehr viel rausholen kann. Aber wir haben ja noch die Akademie gegründet, wo derjenige übrigens auch Mitglied ist und da auch aktiv mitmacht. Wir sind da im Austausch die ganze Zeit in der Akademie. Ich beantworte alle Fragen, die gestellt werden. Zum Beispiel. Aber wir sind mittlerweile auch im Austausch zwischen den einzelnen Leuten. Das ist ganz schön, das ist so eine Gemeinschaft geworden und das sind auch Leute, die sind wirklich interessiert. Das ist mir wichtig, das ist ein Herzensprojekt von mir und auch meiner Frau natürlich. Schon lange, dass wir mehr Menschen erreichen. Und da geben wir mal richtig Gas, auch was die ganzen, ja, da stelle ich auch so Vorträge hier rein, aber richtige Vorträge möchte ich sagen, die ganz ausführlich sind, da kann ich auch ein bisschen mehr sagen. Ne? Hier auf YouTube muss ich immer ganz arg sagen, was ich aufpasse, dass mir keiner einen Strick draus dreht, ne? Obwohl ich das vielleicht gar nicht so meine, aber man könnte ja dies und jenes so deuten, weiß Gott, da muss ich immer aufpassen und ist halt so. Ne? Sagen auch Kollegen von mir, die auch YouTube-Videos machen. Aber in so einer Akademie, da kann man auch ein bisschen offener reden, das ist auch wichtig. Also da kannst du auch gerne mal reinschauen, ist drunter verlinkt unter diesem Kanal. Es ist ja keine Werbung für die Akademie, es ist jedem selber überlassen. Wir haben gestern auch ein
langes Zoom-Meeting gehabt, so wie wir es in der Akademie machen. Da hat sich jeder Mann einloggen dürfen. Wir haben hier auch auf YouTube Werbung gemacht. Es waren jetzt doch über 200 Leute dabei. Und das stellen wir dann auch noch hier auf YouTube. Also dieses Zoom-Meeting, das Live-Zoom-Meeting, wo ich, ich glaube, 2,5 Stunden lang mit den Leuten gesprochen habe und Fragen beantwortet habe. Auch noch Kollegen von mir waren auch noch dabei, die sich hier auch sehr eingebracht haben und auch mitbeantwortet haben. Das war also toll, fand ich ganz klasse, dieser Austausch. Und den haben wir in der Akademie quasi mehrmals im Monat. Gut. Ja, das war's eigentlich. Dann wünsche ich euch allen ganz viel Licht und Liebe. Ganz viel hohe Frequenzen und keine Frequenzen, die von Angst besetzt sind und die euer Immunsystem komplett runterfahren und die ganzen Enzyme ausschalten, wie die Medikamente. Das kann nämlich die Angst auch. Das kommt noch dazu, zu den Medikamenten. Kann man gleich noch zu den Nebenwirkungen mit reinschmeißen, die ganzen Ängste. Ich frage mich manchmal, wie die Leute noch halbwegs durchs Leben kommen. Ja, gut, sei es drum. Also ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Ganz viel Gesundheit. Abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. So, jetzt habe ich es auf groß gelassen. Ne? Das sieht man mich groß. Das vergesse ich manchmal zurückzuschalten. Also, liebe Grüße. Alles Gute euch.